Der Weltsicherheitsrat kommt wegen der Granatenangriffe radikaler Palästinenser auf Israel zusammen. Die USA hatten die Dringlichkeitssitzung beantragt. Das höchste UN-Gremium müsse Stellung beziehen zur jüngsten Runde von Gewalt gegen unschuldige israelische Zivilisten, forderte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen Nikki Haley. Die Palästinenserführung müsse zur Rechenschaft gezogen werden. Zwischen Palästinensern und Israels Armee ist es am Dienstag zur heftigsten Eskalation seit dem Krieg 2014 gekommen. Aus dem Gazastreifen feuerten Extremisten rund 70 Raketen und Mörsergranaten auf Israel ab. Die israelische Luftwaffe reagierte mit Angriffen auf Ziele der radikalen Palästinensergruppen Hamas und Islamischer Dschihad. Die Hamas spricht jetzt von einer Waffenruhe.